Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Aura. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, es klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Und deswegen müssen wir jetzt leider Gottes etwas Bestimmtes tun. Oh Mann, wie ich das immer wieder aufdrücken will. Ach Manuel, du bist schon witzig, ey. Dafür brauchen wir jetzt ein bisschen Stein. Ich habe mir Gott sei Dank nicht das Rezept angeguckt, deswegen weiß ich nicht, wie man das craftet. Aber egal. Ist doch nicht schlimm, oder? Hm? Ist das schlimm? Ich denke nicht. Wie da oben immer noch ein Enderman rumläuft. Was soll das? Ach komm. Ich farme ihm so lange, bis diese doofe Spielzecke kaputt ist. Komm einfach wieder. Komm, ja danke. Ja, das war ja richtig gut von mir. Komm. Ich glaube, die Haltbarkeit geht auch nur runter, wenn der Block wirklich abgebaut wurde. Bin ich mir nicht sicher, aber das würde Sinn machen. Irgendwie. Ich achte mal drauf. Na, kann man aber eigentlich gar nicht drauf. Ah, doch. Es hätte auf jeden Fall gepasst. Noch ein. Noch zwei. Noch ein. Geht doch. 52 Stein. Okay, einfach nichts mehr zum. Okay. Sehr gut. Guten Tag, Enderman. Möchtest du einen meiner Freitode haben? Vielleicht. Aber ach, ich habe ja eine Rüstung. Oh, oh, was war denn mit dem los? Alter. Oh. Warum willst du mich töten? Was habe ich dir getan? Okay, ich muss das mal eben ein bisschen managen hier, Leute. Ich weiß aber gar nicht, was ich alles brauchen werde. Also eigentlich ist es Schwachsinn, dann. Oh, ach, guten Tag. Wie geht's dir, hä? Alles okay? Hä? Hey zusammen! Hat geklappt. Das ist meine neue Attacke. Das ist meine neue Attacke, Leute. Hey zusammen. Genau, die Eier kann ich mal wegräumen. Ich brauche den Eimer wieder. Das ist alles wunderbar. Aber vorher möchte ich gerne mal wissen, wie man das überhaupt macht. Ist das so richtig? Oh Gott sei Dank. Das hätte jetzt echt böse enden können, Leute. Hätte das nicht geklappt, dann hätte ich überhaupt nicht mehr weiter gewusst im Leben. Ich brauche den Wassereimer und der ist neben dem, genau. Kann sein, dass ich den jetzt verliere. Ich glaube, ich sollte auch vielleicht nochmal, ach, weißt du was, kommen. Yeah! Und? Yeah! Nochmal? 6 Level, okay. Haltbarkeit 1, yeah! Finde ich gar nicht so schlecht, denn schnell ist die schon. Und da möchte ich dann lieber halt noch mehr von haben, als dass sie jetzt effizienter wird. Gut, dann kann ich eigentlich jetzt damit beginnen. Let us begin, Leute. Let us begin. Ich brauche erstmal Wasser. Ist da unten noch Wasser? Nee, aber oben ist Wasser. Achso, sie haben das irgendwie weggeräumt. Nee, haben sie nicht. Warum auch immer. Ich hätte das weggeräumt. Hätte ich dafür Zeit gefunden, aber ich habe ja keinen. Ach Gottchen. So, okay, wir sind unten. Hier sollten wir damit anfangen. Am besten. Ja. Könnte jetzt ein bisschen knifflig werden, aber ist ja nicht schlimm. So, ne? Ihr denkt euch jetzt, hey zusammen, was macht er denn da? Ist eine ausgezeichnete Fruge, Timmy. Ich mach gefährliche Sachen. Oh mein Gott, oh nee, ey. Das war echt ein bisschen gefährlich. Kann man schon so über den Daumen gepeilt sagen. Weißt du was, wir gehen einfach noch ein bisschen weiter runter. Und schon habe ich das geschafft, was ich in diesem Part eigentlich schaffen wollte. Dafür wollten wir den Eimer haben und den kann ich jetzt auch, glaube ich, wieder wegnehmen und wegbringen. Ist das nicht toll? Ich glaube schon. So, ja, den Eimer, ne, warte dahin, so. Tschüss. Tschüss, Mopfarm. Treppen haben wir auch noch, ach, guck mal. Diese Tool. Ist jetzt zwar ein bisschen gefährlich, aber egal. Machen wir das hier eben noch ein breiter. Genau. Das ist doch schön. Gut, dann kommt hier eine Treppe hin. Da eine Treppe hin. Und dann bauen wir diese ganze dreckige Scheiße erstmal ab. Ich hatte da übrigens auch auf Twitter gefragt, was ihr denn, ob ihr denn da eine Idee habt. Und
Da haben dann ganz viele geschrieben und dann habe ich rumexperimentiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es so geht oder gehen sollte. Ist das hier überhaupt so eine Ebene? Ja, ist es, oder? Ja, ja, ist das? Ja, schwebt. Gut. Mehr wollte ich doch auch gar nicht wissen. Ach, Leute. Aber ich glaube, ich habe Scheiße gemacht, oder? Ja, Tatsache, ich habe Scheiße gemacht. So, genau. Bauen wir den Dreck hier ab. Tschüss, Dreck. Mit dem Obsidian, was da jetzt gerade schon klebt, sollte das eigentlich auch klappen. Da hatte ich erst die Befürchtung, dass das Obsidian jetzt gerade so verbaut ist, dass ich das nicht mehr retten kann. Aber, soweit ich das noch im Kopf habe, sollte das eigentlich schon klappen. Und da mein Kopf mich nie enttäuscht und ich immer alles behalte, was ich mir so ausdenke, bei meinem guten Gedächtnis, sollte das dann auch kein Problem sein. Sehr gut. Ach guck mal, kann ich hier sogar stehen bleiben und einfach mal eine Runde craften. Das ist doch toll. Sir, Sir, danke für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Aber ich sollte eigentlich Stein benutzen, denn das ist einfach sicherer. Denn damit stehe ich für meinen Namen, damit stehe ich mit meinem Namen. Ach, keine Ahnung. Hallo, na Monster, wie geht's euch? Alter, was geht denn? Da ist ja die, boah, da will ich hin. Das ist eine richtige Party. Oh, oh. Ja, das passiert, wenn ein Creeper alles wegsprengt. Alter, wie geil. Das ist gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich wenigstens Items bekommen. Ich wollte jetzt gerade eigentlich gar nichts machen. Das sollte ich eigentlich noch tiefer machen, damit es noch ungefährlicher wird. Oder hier sollte irgendwie Obsidian hin oder so. Könnte man auch nochmal machen oder überlegen. Okay, und zwar... Alter, ist schon ein bisschen gefährlich, ne? Ich glaube, das war... Ja. So. Dann so. Die Leitern weg. Dann fließt das drüber. Und dann können die nicht mehr hier lang, weil das halt eineinhalb Blöcke breit ist, also bis hierhin sozusagen. Aber ich sollte durchschlagen können. Treffe ich auch noch überhaupt? Irgendwie ist es gerade ein bisschen doof mit den Monster-Sounds. Ja, stört ein bisschen, ne? Finde ich gerade ein bisschen störend. So, dass man nicht weitergespielt wird, aber weitergespielt werde ich ja sowieso nicht. Es geht, es geht. Man, eigentlich wäre es klug, sich da noch dagegen zu drücken. Warum kommen die denn nicht runter? Na, ich meine, die haben gerade, also da ist gerade eine ganze Menge weggesprengt worden, davon abgesehen. Ja. Es ist überhaupt nicht sicher. Überhaupt nicht. Brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber diese Verschönerung kann jetzt irgendjemand anderes vornehmen. Einfach damit ich wirklich mal zu was komme. Ja, das kann man eigentlich dann auch alles ein runtersetzen. Und das kann man auch wegmachen, das ist eigentlich Schwachsinn. Man könnte es natürlich auch ein weiter nach vorne setzen, aber dann würde das Wasser... Das wäre einfach zu nah an den Monstern, glaube ich. Es klappt ja auch. Könnte man nachher nochmal ausbessern. Muss dann nochmal auf eure Kommentare warten. Sir. Danke. Danke, danke, meine Fans. Danke, alles toll. Hier nochmal alles abreißen. Warum auch nicht? Sir, abreißen. Der Creeper hinter mir wird mich jetzt gleich töten. Kann man eigentlich auch hier stehen bleiben? So ungefähr, ja, ist ein bisschen nervig. Ma. Na, ist echt nervig. Aber egal, klappt. Das klappt alles. Ja, gut, dann wartet. Das hier sollte irgendwer schöner machen. Ich schreibe das dann vielleicht gleich mal in die Konfi. Falls einer Lust drauf hat. Ja, dann gehen wir jetzt einfach wieder zurück. Oder zu... Nee, weißt du was? Wir bauen gar nicht. Mein Turm ist noch abgesichert. Also bedeutet, der hat... der ist halt oben zugebaut. Es ist eigentlich genauso wie beim letzten PvP-Event. Ich habe das ja wieder
zugemacht, nachdem ich da weitergebaut habe. Und deswegen muss ich da jetzt eigentlich auch gar nichts verbessern oder verändern. Das kann ich ja auch noch später machen. Allgemein vielleicht ein bisschen klüger, wenn man vorproduziert. Also ich habe jetzt nicht hart vorproduziert, wir haben gerade Mittwoch. Und ihr seht das hier am Freitag wahrscheinlich. Und da ist es dann vielleicht klüger, erstmal Ressourcen zu sammeln und die dann relativ aktuell zu verbauen, dass die Leute halt nicht übelst bei den anderen gespoilert werden. Das ist auch nicht so toll. Ah, ich weiß, was ich machen kann. Da werden sich auch viele drüber freuen. Und zwar kann ich einfach mal ein paar Kühe töten und vermehren. Natürlich erst vermehren, dann töten. Man sagt zwar mehr Kühe, mehr Kinder, aber man sollte damit auch nicht übertreiben, weil die Performance darunter leidet. Und, ja, weiß ich nicht. Es ist eigentlich nicht so wichtig, dass hier 8 Milliarden drin sind. Ich find's auch scheiße, dass hier alles zusammen irgendwie in einem Klotz hängt. Ich töte mal ein paar. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es ein bisschen leckt bei mir wieder. Dürfte eigentlich nicht, aber naja, Minecraft halt, ne? Gerade ein Kind getötet, ach, egal. Scheiß auf Kinder, einfach töten. Das ist mein Motto. Okay, das reicht. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Leder. Ist alles cool. Hallo, na, wie geht's dir? Wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut. Da, Fleisch. Dann kurz mal die Axt hier kaputt machen. Vielleicht. Restart in 3 Sekunden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Geh mal runter. Und dann gucke ich gleich einfach nochmal drauf. Okay, eine halbe Sekunde später ging es dann auch schon wieder, glaube ich. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber es sah so aus. Sehr gut. Irgendwie immer um dieselbe Uhrzeit. Kann das sein? Ich meine, es ist jetzt kein Phänomen, dass es immer um dieselbe Uhrzeit passiert, aber ich glaube, es war letztes Mal auch irgendwie 5 Uhr. Ich habe gerade echt so einen geilen Schlafrhythmus. Ist unfassbar. Also, ich habe größtenteils echt einen gesunden. Mag man gar nicht glauben. Aber manchmal dreht er sich einfach von einem Tag auf den anderen komplett rum. Und dann dauert es erstmal, bis er sich wieder repariert hat. Und jetzt gerade ist er einfach wirklich ganz umgedreht. Ist wirklich unfassbar, Leute. Unfassbar. Oh. Stein. Zack. Zack, zack. So, alles toll. Gehört das hier zu einem? Ach, Mann. Ja. Na, lass ich so stehen. Dann neue Pflanzen. Na, reicht. Das reicht. Auch gar nicht nervig, dass die Tiere die ganze Zeit wieder rausgehen. Nee, nee. Ist ganz normal und toll. Ist wirklich ganz, ganz toll. Monster in der Nähe. Mann! Ah, da ist ein Enderman bestimmt. So wie ich das Spiel kenne, immer. Hier ist irgendwo ein Enderman. Wo ist denn das Essen? Wo ist das Essen? Boah, Alter. Wo ist denn das Essen? Ich hab ein bisschen Hunger. Hey! Oh ja. Oh Mann. Okay, dann nicht. Überredet. Überredet. Krass, Alter. Dann ist jetzt schon wieder das PvP-Event. Irgendwie finde ich das PvP-Event richtig geil. Klar, aber ich würde... Ja, vielleicht ist es auch gut so, weil sonst würde ich vielleicht noch viel, viel mehr vorproduzieren. Dann habe ich nachher Parts für den ganzen Monat. Ist ja auch doof, weil dann halt die anderen alles spoilern. Aber ich baue hier schon gerne. Ich bin Bob der Baumeister. Geh doch kaputt. Komm. Kannst jetzt ruhig noch kaputt gehen in diesem Part. Fände ich nett. Komm schon, komm schon. Go. Ja, komm schon. Du schaffst das, Leute. Du schaffst das. Geh kaputt. Geh kaputt. Aus. Danke.
So, und dann müssen wir mal ganz schnell nochmal eben ein paar Level verbrauchen. So. Vier Spitzhacken. Ja, kann ich auch gleich aufheben. Und dann mal eben die Scheiße reinziehen. 5 Level, Effizienz 1. Wow, danke Spiel. Wirklich großen Dank an dich. Komm schon. 3 Level, Haltbarkeit 1. Okay, gut. Dann würde ich sagen, was ist hier mit dem Part? Wenn nicht, wenn ihr bewerten würdet. Wir sehen uns dann bald wieder in der Minecraft-Welt. Oder beim PvP-Event. Tschüss, Leute. Bis dann.